So, ich bin wieder auf meinem Bauernhof. Wo sehe ich denn, was ich überhaupt habe? Ich habe vier Milchkannen, vier Eier, drei Schweine. Ich habe doch vier Schweine. Wieso werden mir nur drei angezeigt? Ganz komisch, ganz komisch. Und ich habe gedacht, dass ich die Hecktür zugemacht habe, als ich hier rausgegangen bin. So, was ich machen muss, ist mal mein... Oh Mann, ist das wieder laut. Muss mal meine Lautstärke runterdrehen. Warum bist denn du abgehangen? Habe ich das letzte Mal abgehangen? Hallo? Ey, da spielt man mal ein paar Tage wieder nicht und dann ärgert es wieder einen hier. Warum bist du gelb? Ja, jetzt warst du zu weit weg. Ah, ich muss nochmal draufklicken. Ganz komisch. Ja, man spielt ein paar Tage nicht mehr, spielt ein anderes Spiel und dann ist die ganze Tastenkombination wieder sehr ungewöhnlich. So, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass ich ein Schwein zurückgelassen habe. Und das möchte ich noch holen. Glück hat er nicht gemerkt, dass hier ein Leitplank ist. Nicht ein Leitplank, ein Begrenzungsposten. Wo kann ich denn noch mal die Ansichten einstellen? Hoffentlich ist mein Schwein noch da. Sind ja nicht billig. Oh, wo ging's denn da jetzt zum Dorf? Ich glaube rechts rum. Oh, so groß ist die Karte doch nicht, dass ich mich jetzt schon wieder verfahren habe, oder? War das ein Feldweg, wo ich letztes Mal gefahren bin? Kann mich gar nicht dran erinnern. Ach, wenn wir schon im Gras rumfahren, dann können wir auch eine Abkürzung nehmen. 10 Stundenkilometer. 17.000. Sobald wir daheim sind, kaufe ich mir einen neuen Traktor. Oh, da ist ja jeder mit einem Roller oder einem Mofa schneller. Wir müssen noch nicht mal hochgedreht sein. Doch die Straße, wo ich hin will. Dann ist doch hier ein Autosave, hängt wieder.
Wieso habe ich jetzt die Straße da hinten nicht gesehen? Ah, Jimmy, da, du bist ein Blindfisch. Ja, die meisten Kommentare beschweren sich ja beim Agrarsimulator, dass er so ressourcenfressend ist und auch verbuggt. Und ich habe momentan nur 18 Frames. Das ist recht wenig. Ich hoffe, das fällt im Video gar nicht so auf. So, das Schwein wartet aber auf mich. Braves Schwein. Uhr ist 10:55 Uhr. Nicht abhauen. Ja, nicht beschweren. Tut mir ja leid, dass ich dich zurückgelassen habe. Aber du kommst mit auf den Bauernhof. Komm. Komm. Das sieht nicht gut aus. Komm noch mal raus. Und dann jetzt hier die Rampe hoch. Komm weiter. Und weiter. Und weiter. Och, und weißt du was? Nee, das war falsch. Hier. Ich habe eine Idee. Wenn ich gerade dabei bin. Schwein! Du Schwein, du! Hör auf, dich zu beschweren. Was war denn das eben? Komm. Komm. So, kurz testen. Das Schwein habe ich irgendwie verloren. So, das war falsch. Wieder Tab. Heckklappe öffnen. Wenn das Schwein nicht mit will, dann. Was war das? X. Dann hole ich mir halt doch auch noch ein paar Kühe. Komm, lauf nicht weg. Stier. Weiter. Ja, du Blö. Jetzt stehst du drin. Jetzt habe ich einen Stier. Jetzt. Komm. Wir probieren es nochmal. Ja. Ich weiß. Autosave. Oh je, oh je, oh je.
drück dich mal ein bisschen zurück hier. Ich trau mich jetzt gar nicht. Noch eine Kuh, Tab ist doch mein Freund hier. Noch eine Kuh dazu zu setzen. Mal schauen. Ach du Schwein, du bist einfach nur blöd. Manche äußern die Vermutung, dass das Spiel noch ein bisschen verbuggt ist. Ich weiß gar nicht, woher diese Vermutung überhaupt kommt. So, bist du eine Kuh? Nee, du bist ein Pferd. So. Ich habe ja letztes Mal gesagt, dass diese schwarz-weiße Kühe Milch geben oder Milchkühe sind und die anderen mehr zum Futtern sind. Da habe ich mich natürlich falsch ausgedrückt und es wurde ja auch richtigerweise gesagt, wo ist jetzt der Ausgang hier? Ja, Entschuldigung, ich muss hier mal durch, so. Dass alle Kühe Milch geben. Und das ist ja auch gut so. Es wäre ja schade um die Kälber, dass manche Kühe keine Milch geben. Wo ist denn jetzt der andere? Aber es gibt eine Zucht. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, ob ich die verwechsel. Ich glaube, der Holsteiner ist die. So. Es gibt Sachen, die muss ich nicht verstehen. So, ich glaube, diese schwarz-weiße. Also es gibt eine Rasse, die heißt Holsteiner, die ist schwarz-weiß. Und die wird in Deutschland oder allgemein für Milch gezüchtet. Das ist die ertragreichste Zucht, wenn man Milch haben möchte. Und das habe ich gemeint, dass die Schwarz-Weißen meistens Milchkühe sind, also Kühe, die für die Milchzucht gezüchtet wurde, für den Milchertrag oder für den Milch. So. Die braune Kühe sind meist eine andere Rasse. Das sind auf jeden Fall eine andere Rasse. Und die sind dann eher für, ja, ist ja gut, Fleischerzeugnisse gezüchtet. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht falsch zusammengereimt. Und jetzt auch die Holsteiner nicht verwechselt. Aber das hat mir mal irgendjemand mal erzählt und ich als Stadtkind habe mir das dann so gemerkt.